Und willkommen zurück hier zu unserem gemütlichen und entspannten Farthest Frontier Schönbauprojekt. Schaut mal, es nimmt so langsam endlich Gestalt an, nachdem wir herausgefunden haben, beziehungsweise nachdem wir darauf hingewiesen wurden in den Kommentaren, dass Arbeiter fehlen, beziehungsweise Bauhandwerker, die hier benötigt werden. Dadurch geht das jetzt endlich mal voran und die Straßen werden hier auch endlich mal gebaut. Ich hoffe, dass jetzt auch noch diese Straßen hier gebaut werden, denn hier wollten wir ja eine Steinstraße errichten. Hier müssen Steine angekarrt werden. Und ist das vielleicht schon einer, der hier Steine anbringt? Ja, das ist ein Bauhandwerker, die jetzt erstmal Nahrung sucht. Matana brachte Steine und wurde abgelenkt durch ihren Hunger. Na gut, es sei ihr gegönnt. Ich denke aber, dass es jetzt langsam endlich vorangeht. Das freut mich sehr. Hier die Straße wurde endlich gebaut. Die kleinen Straßen hier wurden auch endlich gebaut. Hier wird Holz gehackt. Ja, und ich glaube, das funktioniert jetzt endlich. Hier könnten wir noch jetzt tatsächlich auch Bauhandwerker zuweisen. Ich mache das mal hier. Einmal, dass wir sehen, oh, und einmal priorisieren, einmal, dass wir sehen, dass hier auch die Straßen tatsächlich gebaut werden noch. Denn hier wollten wir ja gerne diese befestigten Straßen haben. Was tust du? Das ist ein Bauer, die hat nichts damit zu tun, die bestellt hoffentlich ein Feld, aber hier, das ist ein Bauhandwerker, der baut. Hier ist, glaube ich, die Straße noch nicht mal errichtet, kann das sein? Ja, also hier wird jetzt erstmal die Straße... Ah, und hier... Nein, doch nicht. Ich dachte schon, hier wird Stein angeschleppt, aber das ist ja von der kleinen Mauer. Hm. Und der läuft hier... Oh, der läuft ohne Schuhe rum. Ja, da müssen wir mal gleich nachsehen. Wir hatten doch noch einen Schuster, da bauen wir... hier, ich meine, da setzen wir gleich mal noch einen ein. Der hoffentlich ganz viel Schuhe noch produziert. Warum haben die so eine hohe Reisezeit? Warum haben die so eine weite Reisezeit? Wo müssen die hin? Die brauchen Felle. Das heißt, die müssen das Felle erst von einem Lager holen. Das heißt, wir bräuchten hier noch irgendwo ein Lager, wo Felle eingelagert werden, damit die nicht so weit reisen müssen. Sehe ich das richtig? Wie sieht es denn aus mit dem Lager? Ein Lagerhaus. Wenn ich jetzt hier also noch ein Lagerhaus baue, sagen wir mal hier, und da dann einstelle, dass in diesem Lagerhaus, wo haben wir denn noch ein Lagerhaus? Hier ist doch eins, ne? So, sind da Felle? Sind gar keine Felle. Haben wir überhaupt Felle? Überhaupt irgendwo Felle? Haben doch gar nicht so viele Lagerhäuser. Das hier ist der Stapelplatz. Da werden Materialien gelagert. So, dann haben wir... Das hier ist der... Die Wagenwerkstatt. So, und hier ist das Warenlager. Hier werden eigentlich Felle gelagert. Schaut mal, wir haben voll viel Mehl. Können wir fast noch eine Bäckerei bauen, glaube ich. Na gut, Mehl geht ja hoffentlich nicht kaputt. Notfalls verkaufen wir das. So, aber der hier hat wenig Reisezeit. Sucht nach Nahrung, stellt Schuhe her. Sehr gut. Das heißt, die brauchen aber natürlich erstmal Felle. Hm. So, wo haben wir noch ein Lager? Wir haben hier nochmal ein... Nee, das ist eine Glasmacherwerkstatt. Hier ist nochmal ein Lagerhaus. Das sind aber auch keine Felle. Haben wir auch nicht eingestellt hier. Hm, na gut. Das kann man bestimmt noch effizienter machen. Da weiß ich jetzt noch nicht. Wir brauchen vielleicht nochmal einen Jäger tatsächlich. Wo haben wir denn noch einen Jäger? Wo sind unsere Jäger? Ach nee, das sind die Waren. Hier, Jäger. Finde ich schade, dass man die Gebäude nicht durchklicken kann. Ich würde gerne die Gebäude mal durchklicken. So,
Hier ist auf jeden Fall Rehwild. Das ist gut. Und der produziert auch Felle, aber sehr wenig. Brauchen wir vielleicht noch einen Jäger tatsächlich? Oder sollen wir die mal verbessern? Dazu brauchen wir Eisen. Okay, wir haben hier nicht genug Eisen. Können wir nicht verbessern. Hier haben wir nochmal ein Jagdhaus. Da ist Rehwild. Ach ja, das ist schon ein besseres tatsächlich. Ja, Felle werden produziert. Ah! Mindestquote, Höchstquote. Nee, der macht automatisch Felle. 21 dieses Jahr. Okay, das lasse ich mal so. Die Quoten, die lasse ich mal so. Im letzten Jahr produziert 8 Felle. Okay, aber vielleicht sollten wir tatsächlich... Kann man das mit Tab irgendwie... Nee, schade. Ich hätte das echt gerne irgendwie durchgeklickt. Die ganzen Jagdhäuser anschauen kann. Okay, das ist schon Stufe 2 auf jeden Fall. Und wir hatten noch irgendwo ein Jagdhaus. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. Hier ist eins. Das können wir aber nicht verbessern leider aktuell. Und noch eins gewesen. Weiß es nicht. Wo ist denn noch eins gewesen? Das ist das Jagdhaus. Hm. Ach nee, da war noch mal eins drin. In der Stadt mehr, ne? Die hatten doch hier noch mal einen Jäger, glaube ich, oder? Nee, das waren die Sammlerhütten. Oder ist das hier noch mal? Ah, hier ist noch mal ein Jagdhaus. Okay, haben wir hier? Ja, hat Rehwild. Hat Rehwild gesichtet, produziert auch Felle. Aber anscheinend noch zu wenig. Kann ich das nachgucken? Landwirtschaft, Materialien. Sammeln. Nee, da ist es nicht dabei. Gebrauchtwaren. Ah, die einzelnen... Also die einzelnen Waren, wie jetzt Felle, die werden hier leider nicht angezeigt anscheinend. Aber schaut mal, Schuhe... werden immer noch zu wenig produziert anscheinend. Sammeln und Bergbau, da steht leider nichts von Fällen dabei. Luxusgüter logischerweise auch nicht. Okay, das ist ja schade. Das ist ja nur die Nahrung. Hm, da hätte ich gerne noch eine genauere Auflistung tatsächlich. Wie viele Felle wir denn jetzt produzieren? Oder wie viele Felle wir eben brauchen? Ach, hier steht Felle. Ah, da ist es ja. Produziert 20, verbraucht 22. Okay, das heißt, wir brauchen noch einen Jäger am besten. Oder... Ja, oder eben... wir bauen das eine Jagdhaus noch aus. Weiß ich jetzt nicht, wie das dann wäre. Eisen produzieren wir. Reicht uns aber gerade nicht, um das eine Jagdhaus noch auszubauen. Vielleicht bauen wir erstmal das eine letzte Jagdhaus noch aus, sobald wir 5 Eisen haben. Das dann noch verbessern. Gut, jetzt schauen wir aber erstmal, ob das mit den Schuhen ausreicht. Ob jetzt jeder mal Schuhe hat. Was brauchen sie denn noch? Zufriedenheit ist ja gerade wieder sehr hoch. Fleisch ist gerade etwas gering. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Beziehungsweise Nahrung ist angeblich gerade etwas gering. Ja, wir haben ja auch den Winter. Oh, wer hat nichts im Arbeitsbereich? Oh, das Arbeitercamp hier wieder. Hat alles nur große Bäume. Ja, dann erntet doch mal die... Oder erntet, sage ich schon. Fällt doch mal hier die anderen Bäume auch noch. Die kleinen. Können wir hier unsere Mauer weiterbauen? Hallo, ich will hier die Mauer bauen, bitte. Gelände zu steil? Und warum heißt es dann gerade hier grün? Klicke, aber
Das funktioniert leider nicht. Okay, nochmal. Okay, vielleicht weil da noch zu steil ist. Okay, das heißt, hier nochmal ebnen. Wir haben doch jetzt schon so oft geebnet. Na gut. Und wie sieht's dann da aus? Hier kann ich jetzt aktuell aber die Mauer bauen. Okay. Huch. Ja gut, dann bauen wir halt hier erstmal die Mauer entlang, soweit wir es schaffen. Bauen wir den Berg hier so ein bisschen mit ein. Hier müssen wir dann wieder ebnen anscheinend. Ja. Naja, machen wir mal ganz gemütlich und entspannt. Dann bauen wir wirklich die Mauer hier bis hier hin. Das fände ich ganz schön. Okay. Scheint also tatsächlich zu funktionieren. Was ist denn hier? Bietet mehr Platz für Arbeiter. Oh, warum ist denn hier in der Schule niemand? Habe ich was verpasst? Ist irgendjemand gestorben? Ach Mensch, schaut mal, wir haben unseren Marktplatz noch gar nicht bewundert. Schaut mal, das ist jetzt unser Marktplatz auf 2. Der sieht ja auch toll aus. Sehr schön. Ah ja, also aus dem Spiel kann man wirklich auch wieder so viel rausholen. Das macht so viel Spaß. Ah, herrlich. Gut, was mir nicht gefällt, ist hier diese Straße. Aber das kriegen wir einfach nicht besser hin. Das sieht leider nicht so schön aus. Aber gut. Wie sieht es inzwischen hier aus? Ja, schaut mal. Endlich, unsere Straße ist fertig. Ah, dann können wir die jetzt auch endlich verbessern. Und die hier auch verbessern. Jawohl. Hervorragend. Das gefällt mir. So, was hast du? Dir fehlt Wasser. Dir fehlt Wasser. Warum fehlt dir Wasser? Wir haben, schaut mal, wir haben hier einen Brunnen. Und wir haben hier einen Brunnen. Und jetzt jammerst du, dir fehlt Wasser, weil dir das zu weit ist, da hinzulaufen. Ist das dein Ernst? Ah, außerdem ist doch hier oben auch nochmal irgendwo ein Brunnen gewesen, oder? Hier. Das ist ja schade, dass da leider auch kein Radius steht. Aber gut, wenn der nette Mensch, der hier wohnt, noch einen Brunnen möchte, dann soll er doch einen Brunnen bekommen. Einen Brunnen machen wir hier noch mal einen Brunnen mit her. Ach, hier mache ich den mit hin. Ja, hier noch mal einen Brunnen. Das sieht ganz schön aus, denke ich. Ja, und jetzt hier mit der Straße. Das sieht auch sehr schön aus. Das gefällt mir. Ein neuer Händler ist eingetroffen. Wir schauen mal, ob wir irgendwas kaufen oder verkaufen. Oh, wir könnten Kohle. Wobei, Kohle behalten wir mal lieber. Ah, aber der gibt einen guten Preis, ne? Okay, wir verkaufen ein bisschen Kohle. Wir sagen mal, wir verkaufen mal 150. Einmal 150 Kohle hier rüber. Oh, Töpferwaren. Oh, das ist aber kein so guter Preis. Aber wir haben so viel Töpferwaren. Wir könnten mal ein bisschen Töpferwaren verkaufen. Machen wir mal. So, ansonsten leider nicht so gute Preise. Sieht es denn mit unseren? Haben wir nur ein schweres Werkzeug? Produzieren wir das gar nicht? Oder produzieren wir das zu schlecht? Würde ich tatsächlich mal was einkaufen. Also verkaufen wir erstmal hier die 50 Töpferwaren und kaufen dann vielleicht tatsächlich mal schwere Werkzeuge ein. Dass wir mal ein paar schwere Werkzeuge haben. 4. Wie ist der Preis da? Durchschnittlich. Hm, gut, die sind halt, die sind näher. Also wir kaufen mal 2. Ah, wir brauchen erst noch mehr Gold. 550, es fehlt noch ein bisschen. Okay, dann verkaufen wir mal noch ein bisschen Kohle. Ne, hier unsere Töpferwaren.
und hier ein bisschen Kohle verkaufen. So, und dann einmal hier, dass wir einfach mal was im Lager haben. Einfach mal drei. So. Das, denke ich, wäre ganz wichtig. Ihre Werkzeuge einmal in das Lager der Stadt bringen. Ja. Denn das brauchen wir bestimmt nochmal, um was zu bauen. Aber wie sieht es denn aus? Eigentlich sollte das doch hier hergestellt werden, oder? Wo wird das nochmal produziert? Hier. Ja, da brauchen wir 15 Eisen für. Deswegen ist auch unser Eisen immer so schnell weg. Dann machen wir da auch mal die Rate lieber auf 1 nur. Oh, das Lager ist voll. Können wir... das ist die Gießerei. Kann ich hier nochmal schwere... Oh, ja, hier. Oh, nee, wird doch aber hier. Will ich doch hier lagern. Warum wird das nicht hier rübergebracht? Und er wird wahrscheinlich gleich abgeholt, vermute ich mal, oder? Wird schon gleich einer holen und dann hier rüberbringen. Hier wird nämlich Eisen gelagert. Goldbarren werden eigentlich nur in unserer Schatzkammer gelagert, hoffe ich. Schauen wir auch gleich mal. Und hier soll eigentlich auch schweres Werkzeug gelagert sein oder werden. Okay, was haben wir nochmal von der Verbesserung? Erhöhte Lagerkapazität, reduzierter Nahrungsverderb und erhöhte Robustheit. Naja gut, die Nahrung wird hier eigentlich eh kaum was gelagert, außer Kräuter. Hier, das Lager ist voll, na gut. Oh nein, es kommen wieder 28 Plünderer. Ja, die kommen jetzt von hier, okay. Das war zu befürchten, dass die das wieder... Oh ja, okay, wir schauen mal. Die werden uns jetzt hoffentlich... die werden uns hier bestimmt was klauen, vermute ich. Wir brauchen hier unbedingt noch einen Wachturm. Ja, die klauen uns jetzt hier natürlich was. Hier muss unbedingt nochmal ein Wachturm rein. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Was wir machen, ist einmal hier... Okay, zwei Plünderer, drei beschädigen Gebäude, drei wurden getötet. Okay, hier hat einer anscheinend was geklaut. Oh nein, das Gebäude wird gleich zerstört. Nein, die klauen uns hier was. Okay, jetzt haben die uns tatsächlich ein Gebäude zerstört. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt endlich eine Garnison. Wollten wir doch hier noch hinbauen. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Wir wollten das doch die ganze Zeit noch machen. Hier, wir haben noch keine Kaserne. Ja, Mensch, wir müssen hier unbedingt eine Kaserne hinbauen, endlich. Die Frage ist, ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Jetzt lassen wir erstmal hier. Die werden wir jetzt leider nicht bezwingen können. Die werden uns jetzt einiges gestohlen haben, vermute ich. Ja, weil wir ja hier unseren Zaun auch noch gar nicht weitergeführt haben. Okay, ich hoffe, es wurden... Also 7 Plünderer wurden zumindest getötet. Ich hoffe, von uns wurde keiner getötet. Ein Gebäude wurde zerstört. Das war, glaube ich... Können wir das wieder aufbauen? Ah, wieder Aufbau, das geht tatsächlich. Das ist schon mal gut. Okay. Also, wir brauchen eine Garnison. Arbeitsbereich müssen wir auch noch verschieben von dem Arbeitercamp hier. Wieso habt ihr hier auch schon wieder alles weg? Die sind doch alles noch Bäume hier. Warum könnt ihr die denn nicht nehmen? Also dann fällt doch hier mal noch ein bisschen die Bäume. So, ich glaube, das kann ich wieder... ausschalten und dann müssen wir endlich uns um eine Kaserne kümmern. So. Weiß jetzt allerdings nicht, wo wir die hinmachen. Wir haben ja hier viele Türme. Vielleicht sollten wir die tatsächlich
irgendwie hier auch hier errichten, weil wir hier ja die Mauer auch noch nicht fertig haben. Wände zu steil. Wo wäre das denn am besten? Oder hier so, das ist so ein bisschen in der Nähe von der Stadt und von allem. Ich glaube, hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir eine Garnison herzimmern. Wenn wir hier einmal wieder ebnen. So, Dorf wurde geplündert. Was wurde geplündert? 11 Eisen, 200 Goldbarren und 34 Golderz. Und 3 Waffen. Das geht eigentlich. Ich hatte mit mehr gerechnet. Ich hatte tatsächlich mit mehr Verlusten gerechnet. Es wurde ein Gebäude zerstört. Es wurden zum Glück keine Dorfbewohner getötet. Und es wurden aber 6 Plünderer getötet. Das ist doch eigentlich ganz gut. Da bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Nichtsdestotrotz, ich möchte endlich eine Garnison und natürlich hier unsere... Ah ja, okay, geht. Unsere Mauer endlich weiterbauen. Okay, also wir machen jetzt einmal komplett ebnen, einmal komplett hier. So, das ist wieder zu groß. Wie viel kann ich denn machen? So. So, einmal hier ebnen, bis dahin, genau. Und dann einmal. Schauen, ob das jetzt funktioniert. Hier sind noch Steine übrigens, die abgebaut werden könnten. Das wäre ganz toll. Könntet ihr hier euch mal um die Steine kümmern? So. Und dann hier müssen wir natürlich auch eine Mauer weiterziehen. Okay, jetzt lassen wir aber das erstmal ebnen und lassen erstmal die Kaserne errichten. Erstmal die Kaserne. Ja, ich denke, hier wäre die Kaserne vielleicht wirklich ganz gut. Denn hier sind wir in der Nähe von dieser Stadt. Und eben auch von dem Industriegebiet, sage ich mal. Dann können wir endlich auch mal Soldaten ausbilden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, das Gebäude wurde wieder aufgebaut. Das ist sehr schön. Hier wurde das schwere Werkzeug anscheinend verlagert. Ja, schaut mal. Das ist jetzt hier. Das ist gut. Dorfbewohner wurde geheilt. Können wir noch was verkaufen? Oh ja. Bisschen Ton. Ja, mit dem Preis verkaufen wir doch hoch. Gegenstände verkaufen. Wunderbar. Und hier ist durchschnittlich. Auch unsere Töpferwaren, würde ich sagen, warten wir, bis wir vielleicht auch einen überdurchschnittlichen Preis haben. Da verkaufen wir aktuell mal nichts weiter. Weit können wir unsere Mauer jetzt schon wieder errichten. Haben wir noch genug Stein? Ja. Schaut mal. Ah, super. Können wir aktuell bis hierhin bauen. Machen wir. Sehr schön. Jawohl, hier wird fleißig Stein abgebaut. Oh, das sind aber viele jetzt, die das Stein abbauen. Das Stein. Und wie sieht es hier aus? Kann ich jetzt inzwischen... Hier noch nicht geebnet. Doch, hier. Ja. Setzen wir genau hier hin. Prima. Da könnte dann auch noch ein bisschen Bäume und Büsche und Beeren notfalls. Also einmal das hier noch so ein bisschen weg. Dann haben wir schon wieder einen Arbeitsbereich. Und große Bäume. Ach so, weil wir keine Steine vielleicht drin haben. Ja, dann nimmt halt bitte nur das Holz. Einmal hier das Holz. Die müssen eh mal weg hier. Halt erstmal nur die großen Bäume, bitte. Wie sieht es mit dem Feld hier aus? Läuft das? Das sieht ganz gut aus. Okay,
Die Ernte 200. Schaut mal. Maximaler Ertrag. Genau, das ist ja aktuell. Also, das sieht auch ganz gut aus. Das lassen wir mal. Es sind auch nur zwei Arbeiter zugewiesen. Das heißt, ich könnte hier noch einen zuweisen. Ja, aber das läuft ja. Würde ich jetzt tatsächlich mal laufen lassen. Getreide kommt bestimmt gleich. So, wie sieht es mit dem Brunnen aus, den wir noch in Auftrag gegeben haben? Der Brunnen ist schon fast versiegt. Oh, haben wir... Oh, da haben wir gar nicht geguckt. Da haben wir gar nicht geguckt. Wie war das nochmal? Hier Wasser. Ist nicht sehr viel Wasser. Okay. Aber die haben noch, oder? Ja, der hat noch ganz viel. Der hat 1000. Warum hat der denn so wenig? Doch, da geht auch wieder mehr. Was ist denn, wenn ich das verbessere? Erhöht die Wasserkapazität und schnellere Wasser. Na, dann verbessern wir den ja einfach mal. So. Okay. Also, jedenfalls sieht das doch bisher recht gut aus. Schau, oh, das geht aber schnell mit der Steinmauer. Klasse. Cool. Wunderbar. Dann bauen wir die mal noch weiter bis... Okay, bis es eben... Hier ist das Gelände wieder zu steil. Alles klar. Und bis wohin können wir bauen? Bis hier. Heißt, hier wird nochmal eingeebnet, bitte. So. Ach so, und dann sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwo... Das wird dann auch noch alles zu... Steinmauer, beziehungsweise... Oh, 18 Menschen sind angekommen. Sie wollen einwandern. Ja, die nehmen wir auf. Aber selbstverständlich. Sehr cool. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Hütten. Das reicht jetzt gerade so. Ich hoffe ja, dass ein paar Hütten vielleicht noch ausgebaut werden. Was fehlt euch denn eigentlich noch zum Ausbauen auf Stufe 3? Attraktivität. Na, das sollten wir doch hinkriegen. So, schaut mal. Nachdem wir jetzt so viel Goldbahn haben, gönnen wir uns doch jetzt mal eine schöne Dekoration. Ich hätte ja gerne endlich eine große Statue. Ja. Eine große Statue oder eine mittlere. Also, wo können wir eine große... Oh, toll. Eine schöne... Oh, hier zum Brunnen vielleicht. Sind da die, wenn ich sie hinbaue, auch noch betroffen? Oh ja, 8% oder sogar 10%. Ja, aber hier sind ja alle so ein bisschen. Okay, wartet mal. Ich muss kurz nachschauen. Wie machen wir das am besten? Also ich will auf jeden Fall hier hin. Oder doch hier zu dem Brunnen. Also hier... Hier ist ein bisschen zu eng eigentlich, finde ich. Da gefällt mir das nicht so gut. Hier oben... Oder wir versuchen erstmal hier... Oh, hier mitten rein könnten wir tatsächlich auch noch was machen. 11%, 10%. Oh ja, das ist, glaube ich, cool. Das machen wir hierher. Schaut mal. Das sieht, denke ich, ganz cool aus hier. Ah, schade, sieht man nicht so gut. Aber wir haben hier ja noch so kleine Gärtchen. Und dann haben wir, wenn wir sie so rumbauen, tatsächlich, ja, auch noch ein bisschen Platz außenrum. Wir gönnen uns hier mal eine große Statue. Und dann können wir hier auch noch die Gärtchen erweitern. Das ist cool. Okay, holz das hier erstmal ab. Dann kriegen die auch mehr Attraktivität. Und vielleicht können wir dann hier noch eine mittlere Statue. Oh!
die schaut auch toll aus. Hier noch zu den Brunnen irgendwie. Oder hier? Ah, hier passt es leider nicht. Um zu den Brunnen. Ah, schade. Noch was anderes? Hier noch eine kleine Statue. Ach, die ist ja auch süß. Dann machen wir doch noch zwei kleine Statuen irgendwie hier mit hin. Immerhin 3%. Nee, hier ist nochmal Platz für eine schöne Statue, oder? 4%, 3%. Ja, hier machen wir noch eine kleine Statue mit her. Dann hätte ich gerne mal die Bäume hier abgeholzt. Die müssen mal kurz weg, damit ich hier besser sehen kann. Hier hätte ich auch gerne noch eine kleine Statue. Genauso wie die hier, die müssen auch mal weg. Ja, das muss einmal kurz weg. Jawohl. Ah, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Was haben wir denn noch Schönes an Dekorationen? Die Blumenvase. Die schaut auch schön aus. Hier müssten wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen... Oh, hier vielleicht an dem Brunnen noch mit ran. Eine Blumenvase. Und was hätten wir noch? Zierbaum, den haben wir ja schon. Ja, dann noch eine mittlere Statue. Die würde ich auch gerne noch irgendwo hinbauen. Oh, die würde hier mit hinpassen. Oder wirklich hier mit her. Machen wir hier noch mit hin. Kommt. Wird schon gut aussehen. So, wir schauen einmal zu unserer Mauer. Wird noch weiter gebaut. Ja. Ach so, sollten wir die erstmal hier noch arbeiten lassen? Können wir denn das Tor reinmachen? Wir lassen die mal noch die Steine abbauen. Oder wo könnten wir ein Tor machen? Hier irgendwo rein. Hier sieht es irgendwie nicht so schön aus. Das ist auch ungünstig. Aber hier jetzt ein Tor zu bauen, wenn wir dann eigentlich vielleicht sogar die Steinmauer hier geradeaus weiterführen. Eigentlich auch blödsinnig, ne? Bauen wir es doch gleich hier rein. Hier ein Tor. Weil dann würde ich die Mauer tatsächlich geradeaus und hier unten weiterführen. Das würde ja viel mehr Sinn machen. Ich mal noch ein wenig. Wenn jetzt schön abgebaut. Es würde mehr Sinn machen, tatsächlich die Mauer hier lang zu führen. Haben wir hier halt nochmal so eine... Ja, können wir mal gucken, was wir dann da reinsetzen. So, jetzt erstmal hier. Wir haben endlich... Ja, wir haben eine Kaserne. Wenn du in der Kaserne auf Kampfgebiet markieren klickst, kannst du allen Soldaten auf einmal befehlen, sofort ein Gebiet zu verteidigen. Die Soldaten bleiben dort, bis der Sammelpunkt verschoben wird oder du sie zurück in die Kaserne beorderst, indem du den Sammelpunkt auswählst und den entsprechenden Befehl erteilst. Jede Kaserne hat einen eigenen Sammelpunkt. Du kannst deine Truppen mit dieser Methode also an verschiedene Orte schicken, wenn du über mehrere Kasernen verfügst. Beachte bitte, dass Soldaten auch dann treu am befohlenen Punkt bleiben, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Sie können und werden also unweigerlich verhungern, wenn du sie zu lange Dienst schieben lässt. Ach, das ist ja cool. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall ein paar Leute erstmal, 6 Leute
Die sollen sich erstmal Waffen holen. Sollen hier erstmal... Ja, also hier kann ich Kampfgebiet markieren. Okay. Alles klar. Das heißt, ich lasse die jetzt aber erstmal. Wir brauchen erstmal nichts machen. Aktuell werden wir ja nicht angegriffen. Die sollen sich jetzt erstmal ihre Waffen suchen. Und dann werden wir sehen, ob das funktioniert. Wie sieht es überhaupt mit Waffen aus? Hier sind keine Waffen. Unserem Hauptlager. Deine Siedlung benötigt zusätzliche Häuser. Oh, wir haben genau Platz für 254. Ach so, um noch mehr zu versorgen. Ja, ja, machen wir sofort auch. Jetzt will ich erstmal ins Lager gucken. Schaut mal, wir haben genug Pfeile, wir haben genug Bögen. Wir haben nur keine Waffen. Also keine Schwerter. Produzieren wir denn welche in der Schmiede? Machen wir da einmal erhöht. Waffen. Und vielleicht können wir auch bei einem Händler tatsächlich mal Waffen kaufen. Notfalls. Ein paar Schwerter. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Nochmal ein paar Nahkampfwaffen kaufen. Kann ich hier eigentlich auch automatischen Kauf einstellen? Ich glaube nicht, ne? Geht, glaube ich, nicht. Wir warten aber einmal, bis wir wieder einen Händler da haben, der uns dann vielleicht Waffen verkauft. Und ich hoffe, dass wir eigentlich eine sehr hohe Produktionsrate an Eisen. Ich hoffe, dass wir genug Eisen produzieren, damit in der Schmiede noch mehr Waffen produziert werden können. Wie sieht's aus mit Werkzeugen? Wobei, wir haben dann nur Produktionsrate 1. Sollten wir lassen. Erst noch mehr. Einmal hier noch erhöhen vielleicht. So. Gut. Wenn dann der Stein hier noch abgebaut ist, dann können wir hier... Ich könnte natürlich auch hier oben einfach ein Tor kurz reinmachen. Naja, das überlegen wir uns noch. Ich würde sagen, das überlegen wir uns noch in der nächsten Folge. Aber anscheinend, schaut mal, die haben zumindest jetzt erstmal Waffen für sich gefunden. Irgendwo müssen noch Waffen gewesen sein. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, wir brauchen dann nochmal eine Gießerei, die sich nur um Eisen kümmert. Die tatsächlich nur Eisen produziert. Das wäre, denke ich, ganz gut. Aber es läuft. Ich finde, es läuft recht gut. Nahrung haben wir zwar immer anscheinend wenig, aber wir kommen immer über den Winter. Also, sieht auch gut aus. Und als nächstes, wir haben doch noch eine Glas... Oh, wir haben doch jetzt Glas produziert. Oder wir produzieren doch Glas irgendwo. Hier. Das heißt, haben wir jetzt eigentlich schon eine Konservenfabrik? Wo war das nochmal? Schatzkammer, Kornspeicher. Das ist nur Lager. Nahrungsproduktion. Hier, genau, dann können wir endlich eine Konservierungsstätte bauen. Denn wir machen ja jetzt Glas. Cool. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ah, schön, das macht so Spaß. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut und zuseht, wie sich unsere kleine, schöne Siedlung hier weiterentwickelt. Vor allem dieser Bereich hier, den finde ich richtig schön. Der wird richtig schön gestaltet und dann ist auch bald hoffentlich hier unsere Statue fertig. Ja, die schauen wir uns dann natürlich aus nächster Nähe an und ich hoffe, ihr schaut wieder mit rein. Ich würde mich sehr freuen, verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschüss!